Hey ho, so, ich begrüße euch für eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Und zwar ein Online-Battle, und zwar heute gegen einen ganz besonderen Gast sozusagen. Und zwar hat er mir, ich nehme jetzt einfach mal schnell hier, hab den Namen schon gesehen, hat er mir sozusagen ein Deck wird gerade verändert, okay. Er bereitet sich anscheinend gerade vor. Hat er mir einen schönen Kommentar unter eins meiner Videos geklatscht und da dachte ich mir, hey, kommt den nehmen wir halt gleich mal und wollen halt mal gegen ihn spielen. Und da bin ich natürlich gespannt, wie das nun abläuft. Also wir haben ein 1 gegen 1, ein Match, also wer als erstes zweimal gewinnt, hat gewonnen. Und 8000 Lebenspunkte und 180 Sekunden Zeitbeschränkung pro Zug. So, okay. Und ich hoffe natürlich, es geht gleich ordentlich los für mich. Und ich blamier mich jetzt nicht, weil ich habe ihm gesagt, ich nehme es auf. Ich hoffe, er freut sich drüber. Okay. Fangen wir natürlich gleich gut an. Mit den 5 Götterdrachen. Und ich hoffe nicht, dass er das gleiche Deck hat wie ich, muss ich ehrlich sagen. Ne, wartet. Ich will aber mal den. Okay. So, okay, da spielen wir den noch so. Und Sachen ganz einfach mal. Naja, wir beenden mal. Und gucken mal, was er macht. Ich habe auf jeden Fall schon einen sehr guten Anfang gemacht. Okay, die bringt ihn auch nicht viel. Ich bin ja mal gespannt, mit was für ein Deck er spielt. Bis jetzt kriegt man es ja noch nicht so mit. Okay, er spielt auf jeden Fall ganz vorsichtig. Naja, okay. So, wir machen das so, wir machen das so. Müssen natürlich gut überlegen. So, und jetzt hauen wir natürlich eigentlich schon eine sehr gute Kombination raus. So, und da haben wir ja eigentlich jetzt schon. Es würde mich wundern, wenn er jetzt noch groß was dagegen machen könnte. Den könnte ich natürlich jetzt auch noch rufen, aber ich mach's einfach so. Ich hau gleich alles mit einmal raus. So, da holen wir uns gleich noch ein. Können wir nämlich schon das erste Mal sozusagen direkt auf die Punkte. So, okay, jetzt haben wir noch einen guten Start gemacht. In der nächsten Runde kriegt man dann noch sozusagen Eisenschrott Vogelscheuche, okay. Natürlich jetzt eine nervige Karte, aber in der nächsten Runde kriegt man noch unsere 5 Götterdrachen. Und da geht's ja dann schon krass los, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, was er jetzt hier macht. Ich habe ja natürlich schon mal gut vorgelegt, aber ich weiß ja noch gar nicht, was er für ein Deck hat. Okay, Gehirnwäsche. Und spielt er? Ich vermute, er spielt mit dem Drachendeck. Ja, okay. Okay, den behält er auf jeden Fall, aber er kann nur einen zerstören.
Okay, ich hätte lieber mal den Urmaterialdrachen genommen, aber naja, okay. So, jetzt kommt nämlich noch ein stärkerer. Hahaha. Okay, jetzt haben wir natürlich eine krasse Angriffspower. Ich komme leider noch nicht in den Angriff, aber das wird sich in der nächsten Runde, na okay, in der nächsten Runde auch noch nicht ändern. Okay, wir warten mal mehr. Wir wollen natürlich nicht gleich alles mit einmal spielen. Ja, das hätt's ja wohl so gehabt, ey. So, was machst du jetzt, hä? Ja, beendet, okay. Okay, die heben uns natürlich schon mal auf. Wir warten jetzt einfach mal eine runter. Aber wir kriegen natürlich, jetzt komm, wir holen uns einfach mal ein wieder. Um natürlich dann in der nächsten Runde voll durchzustarten. Ne, den heben wir uns mal noch auf. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was er macht. Haha, das war klar. Das war sowas von klar. Ja, ich hab zwei andere, da reicht der eine. Krumm die Num, scheißegal. Okay. Da haben wir ja jetzt eigentlich schon gewonnen, sag ich mal. Okay, das war die erste Runde. Komm, wir greifen gleich so an. Geht schneller. Ach ja, die habe ich ja total vergessen. Die habe ich wirklich schon vergessen. Mann, Mann, Mann. Ist doch noch gar nicht so lange her. Wenn er jetzt nicht noch Zweier hat, müsste ich trotzdem gewonnen haben. Okay, jetzt macht er ja noch eine Spezialbeschwörung, oder was? Hätte ich natürlich jetzt lieber mit denen angegriffen, aber ist ja egal. So, gewonnen haben wir so oder so in der Runde 9. Okay, ich habe auch an einen 9. Geburtstag. Es tut mir leid, aber meine Karte ist besser. Ja. Okay, ich freue mich. Das ist natürlich super Start gewesen für mich. Aber ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe noch nicht gewonnen. Man soll mal nicht den Abend vor den Tag loben. Naja, okay. Bin ich mal gespannt, wie er jetzt noch rumbastelt und macht. Ich kuddel die Weile mal schnell was. Okay, es geht schon wieder weiter, aber ich kuddel trotzdem was. Muss ich halt mit einer Hand spielen irgendwie. Okay. Da wir natürlich schon die erste Runde gewonnen haben, sind wir jetzt klar im Vorteil, weil wir haben zwei Möglichkeiten. So, das ist doch sehr schön, was ich hier schon wieder sehe, muss ich wirklich sagen. Da spielen wir die. Da spielen wir die. Und ich habe so ein verdammtes Glück, muss man wirklich sagen, dass ich mir den 5-Götter-Drachen gleich wiederholen kann. Okay, das ist ein bisschen unfair, muss ich offen und ehrlich sagen, aber wir wollen ja auch gewinnen. Warte mal, ich hab den, ich hab den. Hab ich noch einen? Warte mal, den hab ich da, den hab ich da. Okay, dann nehmen wir einfach den jetzt. Okay, na, da beenden wir erstmal. Wir wollen ja auch nicht zu viel machen. Sagen wir, mit unserer finsteren Bestechung sind wir auf jeden Fall schon auf der guten Seite. Ach, das ist rum die Nummer egal. Okay, Lichtschwerter hat er vor uns auch, glaube ich, mal schon den ersten Zug gehabt. Kadabra, ja. Nö, ich kann es ruhig machen.
So, was hat er denn hier? Auch ein Drache. Der Drache, der in der Hölle haust. Okay, da starten wir natürlich jetzt erstmal durch mit der Karte. Und wir haben eigentlich das Duell schon gewonnen, ganz ehrlich, weil er hat keine Karten mehr auf der Hand. Und naja, okay. Na, was machst du? So, eine zertrete ich ihn auf jeden Fall. Dann nehmen wir einfach mal die linke. Die Fallgrube. Okay, mehr kann ich leider noch nicht machen, aber es ist ja egal. So, er hat auf jeden Fall noch zwei Züge Zeit. In der nächsten Runde werde ich auf jeden Fall meine Spezialbeschwörung machen. So, ach so, jetzt kommt schon mein 5-Götter-Drache. Es geht ja auf jeden Fall flott voran. So, aber das ist wirklich das Unfaire an dem Drachendeck, ey. Also, falls du dir diesen Part anguckst, empfehle ich dir auf jeden Fall nochmal mein Tutorial anzugucken. Ach nee, komm, wir beenden einfach. Dass ich sozusagen jetzt spezial beschwören kann. Und was ich nochmal gesagt habe, ich hoffe natürlich, du hast dann die passenden Karten, weil dieses Drachendeck ist schon böse. Ich spiele schon gerne damit. Naja, okay. Wir haben zum Glück noch unsere finstere Bestechung. So, okay, da rufen wir jetzt noch unseren Urmaterialdrachen. Oder wir könnten natürlich. Ah ja, komm, wir beschwören einfach mal den. Weil mit denen können wir nämlich jetzt schon angreifen. Ach so, okay. Das ist mir eigentlich rum die Nummer egal. So, jetzt beschwören wir den einfach noch. Und da kannst du sagen, was du willst. Also das Duell haben wir in der Tasche. So, weil jetzt kann er weder Fallenkarten aktivieren, die Monster von mir zerstören, noch kann er Zauberkarten irgendwelche aktivieren. Und ich sag mal, mit der Angriffskraft, also das ist schon dark oder arg böse daran vorbeizukommen. So, da holen wir uns natürlich noch irgendein Monster. Nehmen wir einfach hier einen maskierten Drachen. Hauptsache, wir haben was gemacht. So, jetzt hole ich mir noch ja, eine Karte. Halt, ich will doch nicht meine eigene Karte zerstören, sag mal. So, ich nehme. Komm, ich nehme noch Spiegel der Drachen. Ich weiß ja jetzt nicht, was er für eine Karte da drunter hat. Wenn er jetzt irgendeine Unsterbliche hat, da hat es mich nämlich auch angeschissen. Achso, ich kann keine Feinkarten aktivieren, okay. Okay. Können wir machen einfach so. Kurz und schmerzlos, ganz einfach. Okay, es gibt keine Punkte, greifen wir gleich so an. Okay, wir haben gewonnen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch riesiges Glück gehabt, dass ich wirklich genau jedes Mal die Karten gezogen habe, die ich brauchte. Und wenn du dir den Part anguckst, es hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich fordere dich trotzdem auf eine Revanche heraus. Musst mir halt dann nur mal Bescheid sagen, sozusagen, wann du da Zeit hast oder so. Kannst ja in der Zwischenzeit nochmal ein neues Deck irgendwie zusammenstellen. Da spiele ich halt dann auch mit einer anderen. Und
Dann bedanke ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.